schnell, schnell. Quick, quick. That word I can't hear. Es war unmenschlich. This is not allowed to use. This is human fat. Sagen, ich bin Berlinerin. If one in 200 or 100 got a rhubarb, was like you find a diamond. Etwas anders ist. Big greenery. I can see all those people who are dead. Man hat sich gefreut, wenn die Luftangriffe waren. Ach, wunderbar. And then they went home, kissed their children at their dinner, like nothing would have happened. Das Blut in meinen Adern ist genau dasselbe wie in eurem. Who knows what much better world would be with their knowledge. Auf dem Weg nach Hause, auf der Skalitzer Straße, ging ein Mann vor mir und der plötzlich in einem Haus verschwand und das war unser Haus. Ich hatte ein komisches Gefühl, ich weiß nicht wieso, und ich habe den Stern verdeckt mit meiner Handtasche und bin trotzdem ins Haus gegangen und die Treppen rauf. Da stand der Mann mit dem Rücken an dieser Tür. Natürlich habe ich mir gesagt, was will dieser Mann? Ich muss weitergehen. Und ich bin kühl an ihm vorbeigegangen, habe ihn nicht angesehen und bin in eine Etage höher gegangen und habe dann bei Nachbarn geklingelt. Und sie hat mir erzählt, was passiert ist. Dass mein Bruder abgeholt wurde, meine Mutter war nicht da. Er wartet entweder auf mich oder auf meine Mutter. We came out of school between 1 and 2 o'clock in the afternoon. As soon as I reached the front exit, I had one of those dreadful sinking feelings which one cannot always explain. Two big ones, with the German fascist or with the Hungarian fascist. And this lady, Alenka, saw me, I was little and she said, come with me, don't go in this other one, because there were all the children, and she said, I am hers. They wanted to get rid of the children, they would shoot me. I had to say, I am older. Aranka always said, I should say, 4 years older, yeah? And then I put towards it even more, because I saw that, really, I am the smallest person there. Eine sehr schwere, traumatische Momente, die ich hier erlebt habe und die auch immer mit mir sein werden. Denn das ist das letzte Mal, dass ich meine Mutter, meinen Bruder gesehen habe. Und das war der Moment, wo ich in den Untergrund gegangen bin. I met Petrushka and he was very slim, tall, and really. And his black eyes came out. He said to me, don't shout because they can beat you. Or they can tell me to beat you. Somehow he brought me milk, a bit of bread, because they thrown him, one to the dog
and warm to him. I can only say that our affection grew to a youthful, pure but naive love. During our brief periods together, we talked and made plans for the future. Sicher waren viele Dinge durch meinen Kopf gegangen. Traurig, böse, hoffnungslos. Man musste ja irgendetwas tun, um seinen Unterhalt sozusagen zu verdienen. Diese Leute, die einen versteckt haben, haben ja kein Geld genommen, ich hatte kein Geld, um ihnen das zu geben, also musste ich von mir etwas geben, entweder sauber machen oder was immer. Es waren viele Dinge, die im Untergrund passiert sind, auch mir, dass Ansprüche gestellt wurden, die ich nicht gerne erfüllen wollte. Man hatte manchmal keine Auswahl. The risk he took in visiting me was a constant worry. It needed only a word from one of the inmates, perhaps hoping for a reward of extra food, and Petrushka would be in mortal danger. And I thought every day it will be maybe better. But every day was in the worst. I don't understand. From the worst and worst, it became still worse and worse. You know, this is the best explanation that you should know. It's not life, it's not dead. I held my breath, frozen in terrified anticipation of what might happen. Alex Petrushka jumped quickly out of the window, but he had been spotted. A machine gun rattled and I saw Alex fall. Without even considering what would happen to me, I rushed out and took his warm hand in mine. Perhaps he was still alive. Letzten Platz musste ich, wir haben Schwarzmarktgeschäfte gemacht und ich musste rausgehen. Es gab Spitzel, Ketscher, die leider jüdisch waren. Diese jungen Männer oder Frauen waren wohl auch mal verhaftet worden und man hatte ihnen angeboten, wenn sie andere Juden bringen, wird man sie schützen. Sie kommen nicht weg. Und ihre Angehörigen. Daraufhin haben sie andere Juden verpfiffen. Waren es Juden, die mich verhaftet waren, haben. Und das vorwegzunehmen ist, dass keiner es überlebt hat. Sie sind alle umgekommen. How can I explain it the best? A blur. Wie ein Traum. And like machines. Den man verdrängt. And I knew they want to kill. As I tried to catch up with the group, one of the guards spotted me and must have realized that I could walk no further. "Go over to the trees, little one," he said.
Rest a while, and when you see the tail end of the group, you can join us again. Dazed, I crawled over to the roadside where I stumbled and fell. I turned to look at the guard and saw his automatic pointing at me. Numbly, I stared at it. So this was to be the end. I had no will or energy to run away, and I just waited for the end to come. I heard the shots from his gun, felt a great pain in my leg and lost consciousness. Well, I was 10 years old. I don't know, I can't believe it that I am here, really. Ich bin nach Theresienstadt gekommen. Ich habe mich treiben lassen. Ich habe es nicht tief aufgenommen. Aber wen ich getroffen habe, war Herr Friedländer. Dem rannte ich in die Arme und wir kannten uns aus Berlin. Wir waren nicht befreundet. Ich schreibe sogar und habe sogar gesagt, dass ich ihn gar nicht sehr mochte. Aber als wir uns dann trafen, dann war es denn doch ganz anders. Dann kannte man jemanden von früher aus Berlin, ein Berliner, wo hatte viele Bekannte. Und es war also etwas, man konnte sich über das unterhalten, was mal war. To be or not to be, that was the awesome question. When the Allies arrived, I had already been counted as dead and thrown upon a pile of bodies. Aranka, Alex, Petrushka, my parents. Everything swam before me like a moving montage. Couldn't make a difference between flour and everything was grey. Wir sind zusammengeblieben und haben nach der Befreiung im Lager geheiratet. And I was on my bed and looking towards the door and I see my dad's blue eyes, light blue eyes, you know. And I wanted to shout, I wanted to move. Believe you me, it's true, I couldn't. I was so worried, I said, what will happen? I can't, I want to run to him. I can't. Don't know what it was. I don't know what it was. Shock or happiness or whatever, you know. Es ist ein Zuhause. Es ist nicht meine Heimat geworden. Aber Amerika war auch nicht die Heimat. Ich sage immer, die Heimat ist in der Vergangenheit. I was very lucky afterwards. You know, we traveled 3 times a year in every country and it was lovely and in good hotels. But when I go to other countries, I think, I feel and I know that Britain is my home. Ich bin zurückgekommen, weil ich eine Mission habe, den jungen Menschen zu sagen, dass so etwas nie wieder geschehen darf. I don't hate anyone. If I look back, they are not human beings for me, so I have nothing to hate. It amazed me. Wir werden auch sterben, dann ist niemand mehr da, der von der damals sprechen kann. So hört mich an und nehmt es euch zu Herzen.